Seit einigen Tagen herrschte in den Gebieten nördlich von Mela entsetzliches Wetter. Der Wind heulte und es regnete in Strömen. Die Schneemassen begannen zu schmelzen und suchten sich einen Weg zu den Mela-Bächen. Die Bäche liefen so rasch wie nur möglich zu den Mela-Flüssen und die Flüsse taten ihr Bestes, die riesigen Wassermassen dem Mela-See zuzuführen. Die Menschen und Tiere wussten, dass es so sein musste, wenn es Frühling werden sollte. Trotzdem aber erschien ihnen dieses Wetter unerträglich. Ich habe immer gedacht, der Mela ist ein freundlicher, schöner See. Das ist er auch, aber gegen diese Wassermassen kommt er nicht an. Er steigt jedes Jahr über die Ufer und trotzdem nimmt ihn jeder in Schutz. Ich verstehe es nicht. Und man sagt immer noch, es ist ein schöner See. Die Tiere, die hier leben, tun mir leid. Sie verlieren jedes Jahr ihre Behausungen. Aber das kann man sich doch nicht einfach gefallen lassen. Warum unternehmen die Menschen nichts dagegen? Das können die schon gegen das Hochwasser unternehmen. In dem Fall seid auch ihr Menschen machtlos. Ich bin froh, dass ich in Lappland brüten kann. Wären wir hier zu nass? Schnell in die Höhle. Puh, so schlimm wie dieses Jahr war es noch nie. Oh je. Langsam kann ich keinen Regen mehr sehen. Alles, was man davon bekommt, ist Schnupfen. Aber nichts zu fressen. Rettet euch, das Wasser steigt immer höher. Seit wann reden denn Fische? Sehe ich schon Gespenster, oder was? Seit Tagen finde ich nicht mal einen verfaulten Fisch. Und hier springen die köstlichsten Braten vor meiner Nase rum. Mach also nichts wie hinterher. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ich würde zu gern wissen, was es da zu lachen gibt. Besonders schlau hast du dich eben nicht angestellt. Bist du nicht Agar, die Botschafterin? Richtig. Ich bin als Botin sehr beliebt. Ich bin zuverlässig, geschickt, schnell und verschwiegen. Und da ich überall rumkomme, auch immer aufs Beste informiert. Ich habe viel von dir gehört und bin hoch erfreut, dich hier zu treffen. Vermutlich weißt du, wo sich Akka mit ihrer Schar und dem kleinen Nils aufhält. Vermutlich. Ich habe allerdings nicht vor, dir Genaues zu verraten. Ich habe meine Verschwiegenheit gegenüber ja schon erwähnt. Also werde ich doch nicht so dumm sein und ausgerechnet einem Fuchs alles sagen, was ich weiß. Ach, dabei handle ich in bester Absicht. Es geht nicht um mich, es geht nur um eine Nachricht für Akka. Doch sollte Akka besser nicht erfahren, dass die Botschaft von einem Fuchs kommt. Sie könnte sonst leicht misstrauisch werden. Also komm jetzt endlich zur Sache, meine Zeit ist kostbar. Der Schwanenkönig Dakla hat mich um Hilfe gebeten. Es muss ihm sehr schlecht gehen, dass er so unter seiner Würde handelt. Ah, du weißt doch, dass der Mela-See über die Ufer getreten ist und weite Teile des Landes überschwemmt hat. Natürlich weiß ich das, das tut er jedes Jahr. Die Schwäne sind dadurch in Not geraten. Und Dakla... Also gut, ich komm runter. Es ist mir zwar immer noch schleierhaft, wieso es der König der Schwäne nötig hat, sich ausgerechnet an dich zu wenden, aber in der Not frisst der Teufel ja bekanntlich Fliegen. Ja, halt deinen Schnabel und merk dir genau, was ich sage. Du kennst doch diesen Nils Holgersson, der mit den Wildgänsen unterwegs ist. Ja, von dem kleinen Wicht habe ich schon gehört. Nun, man sagt, er sei sehr klug und wisse für alles Rat. Und da das Schwanenvolk wegen der fürchterlichen Überschwemmung in größter Sorge um seine Nester und Eier ist, bittet Dakla darum, dass Akka mit dem Däumling in die Schwanenbucht kommt. Aber die stolzen Schwäne wollen doch sonst nichts mit den Wildgänsen zu tun haben. Ja, das ist richtig. Sie können die Wildgänse nicht ausstehen, doch in der Not fragt man nicht, woher die Hilfe kommt. Man muss zusammenhalten, das ist auch meine Devise. Also richte Akka bitte aus, dass Dakla den Däumling erwartet.
Ich werde deine Botschaft überbringen, obgleich es mich erstaunt, dass ein Schwan einen Fuchs zu seinem Vermittler macht. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich so gehen lässt. Ich mache mich jetzt auf den Weg, aber ich werde Akka nichts von dir erzählen. Und sag den Wildgänsen, die Angelegenheit duldet keinen Aufschub. Es ist dringend, hörst du? Diesmal wird es klappen, ich fühle es. Was verschafft uns denn die Ehre deines Besuches, Aga? Ich komme in einer ernsten Angelegenheit, die überdies auch noch eilig ist. Da klar der Schwanenkönig ist in Not und bittet um Hilfe. Durch den Sturm sind die Nester der Schwäne zerstört worden und die Eier sind ins Wasser gefallen. Deshalb bittet dich der Fuchs, da klar, mit deiner Schar und Nils in die Schwanenbucht zu kommen und den Schwänen zu helfen. Ach, sieh mal einer an. Das ist ungewöhnlich. Die Schwäne bitten uns um Hilfe. Nein, 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 nein. Es fällt mir nicht im Traum ein, diesen eingebildeten, eitlen und dummen Schwäden zu Hilfe zu kommen. Ich denke nicht dran. So schwimmen sie immer an uns vorbei. Du wünschst ihnen freundlich einen guten Tag, aber sie? Wenn es darum geht, ihnen aus der Patsche zu helfen, sind wir auf einmal gut genug. Ich spiel da auch nicht mit. Hört jetzt bitte alle mal her. Akka möchte euch etwas dazu sagen. Ich habe Verständnis dafür, dass ihr nicht wollt. Es ist in der Tat so, dass unsere Schwäne nicht sehr wohlgesonnen sind und im Allgemeinen unsere Gesellschaft meiden. Ganz sicher ist das nicht unsere Schuld. Doch es gibt ein Gesetz. Wenn ein Vogel einen anderen um Hilfe bittet, dann darf man ihm diese Hilfe nicht verwehren. Das gilt nicht für Schwäne. Doch, Gustav, das gilt auch für Sie. Das Hochwasser hat die Nester der Schwäne zerstört und die Eier liegen im Wasser. Wenn uns das passierte, wären wir auch froh, wenn uns jemand hilft. Ich betrachte es als unsere Pflicht, Ihnen beizustehen. Ja, du hast recht, Akka. Ich bitte um Erlaubnis, hier bleiben zu dürfen. Entweder gehen wir alle oder keiner. Sie kommt mit. Schrei nicht, Gunnar. Ingrid hat Angst. Und ich kann das sehr gut verstehen. Mir ist gar nicht wohl bei dem Gedanken, was alles passieren kann, wenn die Jungvögel wieder aneinander geraten. Wagt es ja nicht, euch wieder über die Schwäne lustig zu machen, so wie im letzten Jahr. Der Erste, der damit anfängt, bekommt es mit mir zu tun. Keinen Flügelschlag werde ich mich von hier wegbewegen. Ich denke überhaupt nicht daran. Gustav, meine Ohren sind immer noch gut. Verzeihung. Ich möchte stolz auf euch sein, also bitte enttäuscht mich nicht. Wir möchten stolz auf euch sein. Hier sieht's ja wirklich schrecklich aus. Ich verstehe die Schwäne. Um das verstehen zu können, müsstest du ihre Geschichte kennen. Der Schwanenkönig Dakla und seine Königin Schneefried leben hier schon seit einer Ewigkeit. Früher hat's hier keine wilden Schwäne gegeben, nur ein paar Zahme, die auf dem Schlossdeich gelebt haben. Eins dieser Schwanenpaare flog eines Tages über die Schlossmauer und ließ sich auf dem See nieder. Von diesen beiden stammen alle Schwäne ab, die hier leben. Inzwischen gibt es nicht nur auf dem Mähler, sondern auch auf dem Tarkan und dem Hornburger See wilde Schwäne. Und jeder einzelne von ihnen stammt aus dem Schlosspark. Die Schwäne leben hier seit Generationen. Die können nicht einfach fortziehen und alles im Stich lassen. Unsere Landung muss ordentlich und sauber aussehen. Bitte achtet darauf. Die dumme Botschafterin Aga hat die Gänse tatsächlich hergelockt. Ja. Mein liebes, armes Volk. Die Überschwemmung hat zweifellos großen Schaden bei uns angerichtet, aber es erfüllt mich mit Freude, dass ihr zu stolz seid, deswegen in Wehklagen auszubrechen. Seit vielen Jahren trotzen wir dem Hochwasser. So schlimm wie dieses Jahr war es noch nie. Wir haben alles verloren. Die Flut hat unsere Nistplätze zerstört. Die Eier liegen auf dem Grund des Sees. Lasst uns unsere Bucht aufgeben und uns einen sichereren Platz suchen. Ich bin dagegen. Du kannst nicht erwarten, dass wir unsere Eier im Stich lassen. Ich bitte dich, die meisten Eier liegen auf dem Grund des Sees und wir haben keine Möglichkeit, sie zu heben. Sie sind verloren. Seht mal, ich glaube, es gibt neuen Ärger. Was? Was wollen die denn hier? Ich bitte euch alle, besonders ordentlich zu schwimmen. Natürlich. Ihr habt gehört, was Akka von Käpt'n Kaise gesagt hat. Schwimmt ordentlich. Brust raus, Kopf hoch. Achtet auf die Körperhaltung. So ist's gut. Gleichmäßig schwimmen. Mitten durch die Schwanenbucht. Und benehmt euch normal. Verstanden? Vor allen Dingen starrt die Schwäne nicht an. Flüstert nicht über sie und macht sie nicht nach. Sollten sie über euch lästern, dann kümmert euch nicht darum. Wir sind hier, um ihnen zu helfen.
Hört zu, benehmt euch. Ihr wisst, wie empfindlich Schwäne sind. Wenn es zum Kampf kommt, werden wir verlieren. Sie sind viel größer und kräftiger. Es sieht beinahe so aus, als wollten sie mit uns sprechen. Die werden sich doch wohl nicht einbilden, dass wir auch nur einen Ton mit ihnen reden. Die kommen tatsächlich zu uns. Ruhe, hört mir bitte einen Augenblick zu. Ich kann eure Empörung verstehen, aber es ist äußerst wichtig, dass wir jetzt Haltung bewahren. Begebt euch in eure Begrüßungsposition. Zeigt euch von eurer vornehmsten Seite. Wir bereiten ihnen einen großen Empfang. Einen königlichen sozusagen. Achtet darauf, dass ihr in Reihe und Glied bleibt. Ja, ja. Will die schon wieder gucken, eingebildete Viecher? Da kann einem ja richtig Angst und Bange werden. Hast du schon mal so große Schwäne gesehen? Nein, ich habe überhaupt noch nie Schwäne gesehen. Ich bin gespannt, was Sie uns zu sagen haben. Die älteste von Ihnen ist Akka. Sie wird auch nicht jünger. Ja, wir wissen ja, dass ihr groß seid. Welche Ehre. Ich dachte nicht, dass wir uns je wiedersehen würden. Wir sind gestern erst angekommen, aber wir wissen schon länger, wie schlimm es um euch steht. Das glaube ich. Ein Unglück dieses Ausmaßes spricht sich schnell herum. Was ist denn das? Na, sowas. Seit wann gibt es denn weiße Wildgänse? Hast du schon mal eine schneeweiße Wildgans gesehen? Bestimmt war sie genauso grau wie die anderen. Sie ist nur in einen Farbtopf gefallen. Unerhört. Bildet die sich vielleicht ein, dadurch so edel wie ein Schwan auszusehen? Nicht zu fassen. Das ist eine ganz gewöhnliche Hausgans. Au, was fällt euch denn ein, mich zu zwicken? Martin hat euch nichts getan. Die sind aber gehässig. Wenn alle Schwäne so sind, kann ich sie nicht leiden. Was sind denn das für Kröten? Seht nur, er reißt mit zwei Köpfen auf dem Rücken herum. Eine Kröte hat sich wie ein Mensch ausgeputzt. Ich warne euch, gleich reißt mir die Geduld. Seht mal an, der kleine Weiße spielt sich auf wie der Gänsekönig persönlich. Wenn du Streit willst, komm her, oder bist du zu feige dazu? Sowas wie dich habe ich noch nie im Leben gesehen, ehrlich gesagt. Du kannst mich gleich kennenlernen. Ich bin schon mit ganz anderen Tieren fertig geworden. Das kannst du mir glauben, du. Vorsicht, die haben so lange Hälse. Wir sollten mal prüfen, ob die Federn von dem Weißen echt sind. Ausgezeichnete Idee. Vielleicht hat er noch mehr Tierchen bei sich versteckt. Hört damit auf! Martin hat doch nichts getan. Ich werde mich vor allem mit der Klappe schweren. So, jetzt ist es soweit. Festhalten, Nils! Nanu, was geht denn da vor? Sieht aus, als hätte Martin Schwierigkeiten. Ah, ihr aufgeblasenen, eitlen Schwäne, seid ihr so schwach, dass ihr zu mir... Mischt dich nicht in unsere Angelegenheiten, sonst mache ich aus dir Gänse klein. Na dann los! Mich hat doch niemand ungestraft beleidigt. Ich habe das Gefühl, dass wir da hinten gebraucht werden. Ja, nichts wie hin. Los, kommt alle mit. Wir werden dir es zeigen. Nee, wir müssen eine Linie bilden. Das hat uns doch gefehlt. Das sieht, ich muss Ihnen helfen. Was? Was? Es sieht so aus, als würde sich mein Problem von allein lösen. Die bringen sich gegenseitig um. Wir hätten Gänse mit dir aufstehen, um fertig zu werden. Ich komme, ich helfe dir. Schula, du kannst den hier gleich übernehmen. Geh dann einzeln aus. Diesen Tag soll ich hier nicht mehr. Achtung, es geht los! Jetzt geht's hier an den Kragen. Ich kann das nicht mehr mit ansehen. Du kommst dir wohl vor wie die Krone der Schöpfung, du hässliches Schneehund. Und du hast eine Stimme wie eine Rohrdomme. Ja, einfach den Schwärfen. Du hast zwar einen langen Hals, aber das Gehirn eines Spatzen. Wenn ich so dumm wie du wäre, würde ich meinen Schnabel nicht so weit aufreißen.
Lass mich sofort los! Lass mich runter! Guten Flug! Rache ist süß. Wenn mich nicht alles täuscht, sehe ich da Aga. Aga, Aga, hier sind wir. Hier, Aga. Was? Wer? Was macht ihr denn da unten? Bring uns in die Schwanenbucht zurück. Wir sind Gänse und Schweine sind aneinandergeraten. Ich fürchte, das war alles meine Schuld. Der Fuchs hat mich reingelegt. Das nimmt ein böses Ende, wenn uns keiner hilft, Aga. Wir hätten uns nicht auf diese Sache einlassen dürfen. Da kommt Aga. Oh. Sie hat Nils auf dem Rücken. Nils hat uns gerettet. Ein seltsamer Ton. Alle Schwäne zu mir! Ja! Da haben wir aber Glück gehabt. Eigenartig. Ihr seht alle so schuldbewusst aus. Also, raus mit der Sprache. Na. Wer von euch hat mit dem Streit angefangen und sich nicht an unsere Abmachung gehalten? Ihr schweigt? Ich bin enttäuscht. Dass ihr nicht den Mut habt, es zuzugeben, finde ich sehr traurig. Es war so, die Schwäne hatten Martin... Also Martin war es. Es tut mir leid, ich weiß, es war meine Schuld, aber ich habe es nicht gewollt. Die Schwäne haben mich so geärgert, dass mir der Kragen geplatzt ist. Entschuldigung. Martin kann nichts dafür. Hast du denn nicht gesehen, wie ihn die Schwäne behandelt haben? Da hätte sich niemand beherrschen können. Ich auch nicht. Mich haben sie eine Kröte genannt. Dabei habe ich ihnen nichts getan. Ich wollte ihnen nur helfen, Acker. Das sind Ausreden, die ich nicht gelten lassen kann. Ich habe euch gewarnt. Dackler und Schneefried kommen. Ich möchte wissen, was die vorhaben. Hoffentlich fängt jetzt nicht wieder alles von vorne an. Ja. Wir wollen dir nur sagen, dass es uns sehr peinlich ist. Alles, was der kleine Knirps auf dem Rücken des weißen Gänserichs gesagt hat, ist wahr. Die Schwäne trifft die Schuld. Aber wärt ihr hier nicht aufgetaucht, wär's auch nicht zum Streit gekommen. Wir sind in friedlicher Absicht gekommen, um euch in eurer Not beizustehen. Aga, die Botschafterin, hat uns von eurem schweren Schicksal erzählt. Sie sagte, eure Eier wurden vom Hochwasser fortgeschwemmt. Ja, das ist die traurige Wahrheit. Doch was veranlasst euch deswegen, hierher zu kommen? Ja, habt ihr denn nicht Aga zu uns geschickt und um unsere Hilfe gebeten, da ihr mit der Bergung eurer Eier nicht fertig werdet? Wir haben keinen einzigen Augenblick gezögert. Wir haben es als unsere Pflicht angesehen, euch zu helfen. Erstaunlich. Wie kann Aga denn nur so etwas behaupten? Wir haben die Botschafterin schon seit Wochen nicht mehr gesehen und wir haben auch nicht im Traum daran gedacht, sie zu euch zu schicken. Aga selbst soll die Sache aufklären. Sehr richtig. Ja. Wie kommst du dazu, dich als unsere Botschafterin auszugeben? Ja. Ich kann es nicht sagen. Was soll das heißen? Du kannst es nicht sagen. Mach sofort den Schnabel auf, Aga. Sonst bist du die längste Zeitbotschafterin gewesen. Also? Also schön, der Fuchsmirer hat mich zu euch geschickt, aber ich muss ihm versprechen, es euch nicht zu sagen. Ich schäme mich so. Was? Smirre? Smirre war das? Glauben sind töricht. Und Aga ist von allen die törichtste. Das klang wirklich überzeugend. Mhm. Und stimmt ja auch, was er gesagt hat. Die Nester und Eier der Schwäne sind doch zerstört worden. Oder? Fällt auf einen Fuchs rein. Acke wird dafür sorgen, dass dich kein Vogel mehr als Botschafterin nimmt. Was? Gleich so eine harte Strafe? Das ist ungerecht. Das habe ich nicht verdient. Ich bin immer zuverlässig. Was man mir aufträgt, führe ich aus. Ja. Wie nett von ihm, uns zu helfen. Sehr geschickt, ist mir auch richtig leid, dass wir so garstig zu ihm waren. Mein Schwanenvolk ist sehr glücklich und dankbar, dass ihr hier seid. Und ganz besonders bewundern wir die Tapferkeit und den Großmut von Martin und Nils. Ich hoffe, dass ihre Mühe mit Erfolg belohnt wird. Aber Martin ist ein kräftiger Gänserich und Nils ein schlauer kleiner Kerl. Was er sich in den Kopf gesetzt hat, das führt er auch durch. Sie haben es geschafft. Wunderbar. Wir kommen. Ah, ich hab was gehört. Ich bin so glücklich. Thank you.
Siehst du, es hat auch ohne unsere Hilfe geklappt. Wir sollten ein lustiges Fest vorschlagen und einen Flugwettbewerb veranstalten. Das sieht euch ähnlich. Hä? Martin und Nils schuften und ihr denkt nur ans Feiern. Kommt mit und helft den anderen. Der schafft es doch glatt, einem jede Stimmung zu verderben. Schließlich haben wir auch mal etwas Erholung nötig. Findest du nicht, Lasse? Sehr richtig. Entschuldige, Martin, sei nicht böse. Wir wollten dir helfen. Hey, seid ihr verrückt? Kudo, helf mir, Vorsicht! Oh, ich will raus! Smirre! Der Fuchs kommt! Pass auf, Smirre! Hilfe! Hab ich dich endlich erwischt? Das war erst der Anfang. Der Nächste, er darf nicht zur Ruhe kommen. Hört auf! Nein! Hast du genug? Hilfe! Das sollen sie mir büßen. Alle waren glücklich. Der böse Fuchs Smirre war in die Flucht geschlagen worden und zwischen Schwänen und Wildgänsen herrschte wieder Frieden. Am nächsten Tag überflogen die Wildgänse auf ihrem Weg nach Norden die Grubenstadt Falun. Nils sah mit großen Augen auf die seltsame Gegend hinunter. Er wusste, dass dies die Lieblingslandschaft von Bataki dem Raben war. Bataki liebte alles Geheimnisvolle. So machte es ihm großen Spaß zu ergründen, wie lange wohl die windschiefen Häuser am Rande der Grubenstadt noch stehen bleiben könnten. Aber am liebsten zerbrach er sich den Kopf über eine alte Hütte, in der er oft und gerne herumstöberte. Doch ausgerechnet diese Hütte war es, durch die Bataki in ernste Gefahr geraten sollte. Doch von all dem wollen wir in unserer nächsten Geschichte erzählen.